Hallo, wir sind Tante Inge und wir wollen euch heute unser neuestes Projekt vorstellen. 25 Jahre Tante Inge, 25 Jahre Partyrock und Dosenbier, 25 Tage, 25 Songs. Ja, wir sind seit 25 Jahren auf den Bühnen dieser Welt unterwegs und haben uns überlegt, anlässlich dieser 25 einfach 25 Songs aus unserer Geschichte rauszusuchen und euch die vorzustellen, euch so ein bisschen zu erklären. Was steckt da dahinter? Was haben wir uns da dabei gedacht? Oder was für nette Anekdoten oder lustige Geschichten gibt es zu den jeweiligen Songs? Und tatsächlich ist es uns nicht leicht gefallen, nur 25 Songs rauszusuchen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele mehr. Aber tatsächlich waren das so die Meilensteine irgendwie, die wir so hatten. Wir haben einige dabei, die wir nie live gespielt haben, die es eigentlich nur auf Alben gab. Wir haben einige dabei, die wir rauf und runter gespielt haben. Wir haben Songs dabei, die wir wahrscheinlich 500 Mal gespielt haben. Wir haben Songs dabei, die wir nicht einmal gespielt haben. Tatsächlich interessiert es uns, wie ihr das findet. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen es auf und schicken euch jeden Tag einen Song, jeden Tag eine Erklärung zu einem Song, ein bisschen mit Musik hinterlegt. Wenn euch was dazu einfällt, wenn ihr selber Geschichten zu den Songs habt, lasst es uns wissen. Schreibt uns in unsere Kommentare oder schreibt uns eine Mail oder auf irgendwelche Art und Weise findet ihr das schon raus, wie ihr uns schreiben könnt. Apropos uns, da fehlt einer. Ja, der Onkel, der hat uns gebeten, ihn zu entschuldigen, weil er einfach Social Media ist nicht sein Ding und wir respektieren das. Wir grüßen ihn von hier aus. Auch wenn er es nicht sieht, weil er kein Social Media hat. Wir nehmen sie. Ja, es ist unser Radiogesicht tatsächlich. Ja. Ja. Sehr gut, dann wir wünschen euch mega viel Spaß mit unserer kleinen 25 Jahre Zusammenfassung, unserem Quarter Millennium Rückblick. Millennium? Nein, das ist ein Jahrhundert, aber nein. Ja, die Chronik des letzten Vierteljahrhunderts. Viel Spaß damit und ey, lasst uns wissen, wie es euch damit geht. Uns geht's prima. Wunderbar.